Herzlich willkommen zur nächsten Folge und jetzt fangen wir das erste DLC an von Mittelerde-Modus Schatten und zwar Meister der Jagd. So, spiele die Meister der Jagd-Kampagne, schließe dich Thorwin an und bezwinge eine Armee von Bestienmeister-Häuptlingen, die nur einmarschiert sind. Und wie wir schon nach dem Bild sehen, ist ein Ork / Uruk auf einem Grauk, der gehörend ist und mit Krallen und heftigen Dingen und sogar zwei Karagorn. Also ich vermute, hier wird es ordentlich zugehen mit von wegen, dass die jetzt endlich mal auch sowas reiten und benutzen, so wie in den Filmen. Oder auch Legit-Serie, bestimmt. Na egal. Auf jeden Fall wie in den Filmen. Und so wie wir sozusagen, weil davor hat ja keiner gemacht. Und ich kann nur sagen, im nächsten Teil ist das so, dass, kann ich nur noch schwammig erinnern, weil es schon länger her ist, beide Spiele, dass es verschiedene Stämme gibt. Und ich weiß, dass im nächsten auch, je nachdem welcher Stamm, die auch mehr oder weniger das und das benutzen auch. Und es gibt auch einen Bestienstamm im nächsten. Deswegen vermute ich, dass die DLCs sozusagen das Foreshadowing für den zweiten Teil waren. Und ich habe die ja damals nicht gespielt, weil ich hatte die nicht. Deswegen gehen wir jetzt zusammen rein und erleben das erste DLC zum ersten Mal gemeinsam. Und rein da. Lol, der Skin ist automatisch drin, ne? Wenn Sauron nebst Uruks auch Bestien in seine Dienste lockt, wird seine Kriegsmaschinerie unaufhaltsam sein. Okay, das ist ein neuer Satz. Ich habe keine Zeit für eine weitere deiner Jagden, werter Zwerg. Ah, aber dies ist deine Jagd, Jungchen. Unsere. Eine Gruppe Häuptlinge ist in Nurn einmarschiert. Sie nennen sich die Bestienmeister. Das alles klingt klar. Nach meiner Art von Beute. Was muss ich wissen? Ich weiß, du bist mit Karagor vertraut. Ich hab dich alles über sie gelehrt. Doch lass mich dir von ihren Verwandten von weit oben im... Thorwin, was ist nun mit den Häuptlingen? Leute, die Kamera wegen meinen Einstellungen. Nur um eine Wildkatze zu jagen, nicht wahr? Nur um eine... Pass mal auf, Jungchen. Diese Karagat sind lautlose, pirschende Bestien von jenseits Lurns. Sie können sich an alles heranschleichen. Doch es kommt noch schlimmer. Dieser neue Bestienzähmer brennt das Buschland im Norden nieder. Er plant, sie einzufangen und ihren Willen zu brechen. Sie sollen ein Teil von Saurons Kriegsmaschinerie werden. Das ist nicht gut. Jeder Häuptling ist eine Plage für dieses Land. Bestienmeister oder nicht, ich setze ihm ein Ende. Das wollte ich gerade sagen. Anderen. Erst müssen wir ihre Pläne vereiteln. Und der beste Weg, das zu tun, ist es, eben jene Karagat gegen diesen Ork-Abschaum zu wenden. Na, dann wollen dann wir mal. Zeig mir, wie ich diese Kreaturen finden kann. Das tue ich gern, Jungchen. Da vorne sind, glaube ich, zwei, oder? Da verbirgt sich ein Karagat im Gestrüpp. Sieht man gar nicht von hier. Jo. Alter, das ist so ein Assassine-mäßig. Da ist er. Schnapp ihn dir. Karagat, warte mal. Der Karagat Sindarin für Schattenmaul, ist ein noch tödliches Opfer, als der berüchtigte Karagor und verbreitet sein Schrecken in den Ebenen nördlich von Nurn. Der Karagat jagt allein und zieht es vor, seine Beute lautlos und schnell mit einem einzigen Angriff zu töten. Karagat sind wilde Raubtiere, die selbst ihre eigenen Jungen jagen. Boah. Nur die stärksten Tiere reichen als Erwachsenenalter. Holy shit, ey. Das ist ja so richtig Spartaner-mäßig, ey. Von wegen nur 300, so die 300 stärksten, alle anderen so, weg damit. Nicht gelungen, ein Karagat zu zähmen. Okay, deswegen sind die auf Karagorn. Na gut. Das könnte tatsächlich nützlich sein. So, Einführung Karagat-Angriffe. Halte links Shift gedrückt, um zu schleichen. Das kann ja der andere nicht. Drücke während des Schleichens links, um eine Schleichtung vom Rücken aus auszuführen. Genau, davor sind wir nämlich abgesprungen bei den Karagorn. Wenn du dich über einen Uruk befindest, halte Shift gedrückt und drücke links, um ein Ausschaltmanöver aus der Luft auf dem Rücken. Alter. Fuck, Junge, das Ding hat richtige geile Animationen. In der Nähe befindet sich ein Uruk-Lager. Dort bringen sie ihre gefangenen Bestien hin. Ich schlage vor, du und dein neues Haustier pirschen sich unbemerkt dort heran. Na gut. Oh, hier haben wir schon was Neues. Ein Buch. Thorwins Tagebücher. Oh no, jetzt haben wir noch mehr zum Sammeln. Aber die sehe ich jetzt schon. Und das Gute ist, wir haben alles übernommen aus der Story, soweit ich das sehe. Saurons Armee ist natürlich was Neues, das ist klar. Ich frage mich, ob die Story endet, wenn ich einfach alle 5 kille. Das wäre auch interessant.
Genau, und töte ihn. Ich glaube, das ist echt die Main-Mission. Naja, gut. Und dann wollte ich noch nachgucken, bevor wir hier richtig zur Mission kommen. Verbesserung. Sehr gut, wir haben alles übernommen aus der Story. Da bin ich echt froh, dass es so ist. Attribute auch. Gut. Und Waffen und Runen sind leer. Okay, hier ist es einzeln. Scheiße. Naja, gut, dann... Nee, die nicht. Wir wollen die Besten oben haben. Und die, die sofort weg können, kommen woanders hin. Scheiße. Das wollte ich nicht. Scheiße. Okay, warte. Kann ich abrüsten? Nein, kann ich nicht. Na egal. Scheiß drauf. Auch nicht schlimm. So. Das hier. Perfekt. Naja, besser als nichts, ne? Also gut, dass man die DLCs hat. So, jetzt können wir weitermachen. Er muss es wohl verdient haben. Er war der fieseste Mistkerl, den ich je getroffen habe. Sag, Junge. So, nehme ich das Tagebuch mit? Ja, komm, nehmen wir das Tagebuch mit, oder? Wo ist denn das Tagebuch? Meere sind offensichtlich die besten. Ah, unter uns. Reichweite und Waffe. Mehr braucht man nicht. Gib mal das Tagebuch, bitte. Habe ich es aufgesammelt? Nein! Absteigen, bitte. So. Sie sind grauenreich. In Mordor herrscht kein Mangel an Schauergeschichten. Doch nur wenige sind schauderhafter als die schwarzen Hauptmänner Saurons. Ich habe sie niemals selbst erblickt, doch ihre Beschreibung allein wird selbst den schlimmsten Albträumen gerecht. Ein Mann, der unter endlosen Qualen in einer Rüstung gefangen ist, die nicht mit ihm wächst. Ein weiterer, verflucht durch Saurons eigenen Streitkolben, den er nach dem Kampf aufhob. Von dem mächtigsten unter ihnen, der Schwarzen Hand, in diesen Landen nicht gesprochen. Möge mein Bart noch um Längen wachsen, ehe ich diesen Schurken je begegne. Ich werde nach ehrlicherer Beute Ausschau halten. Finde ich cool, dass er das so sozusagen vorliest. Und was steht hier? Ach so, das ist nochmal in Englisch original niedergeschrieben. Voll cool. Aber, oder dieses DLC spielt vor dem Ereignis oder nach dem? Also er weiß gar nicht, dass sie tot sind, aber ich glaube, er spielt davor wahrscheinlich. Glaube ich. Oder doch danach? Ah, egal. Scheiß drauf. Vielleicht wird das noch erzählt in der Geschichte. Der Zwerg hat die schwarzen Hauptmänner gemieden. Und das zu Recht. Nur die schwarze Hand verbleibt noch. Und ich werde ihn töten. Das ist dazwischen. Danke für die Antwort. Ja, ich liebe es, wenn es einfach so random dazwischen kommt. Erst tragen wir die Fässer her, dann zwingen sie uns die. So. Boah, ist das nice, ey. So. Die Reichweite ist auch viel höher, wo du die so töten kannst. Guck mal, da unten sind die überall. Hä? Der eine läuft neben einen. The fuck? Der kann die doch kontrollieren. Das ist kein Special. Okay. Kämpfen die? Nee, das ist ein Feind. LOL. Jetzt hat er sich gegen ihn gewandt. Er so, ey Kumpel, neben dir ist jemand. Oh shit, du hast recht. Ich bin frei. Das war ja mal random. Oh, und nice Dash. So, übernehmen wir nochmal ein paar. Dann sind die gut für uns. Nummer 2. Nummer 3. Leute, nicht fighten. Und jetzt gehen wir zurück auf unser eigenes. Oh, das hat normal gekostet. Ups. Egal. Ah, den kann ich nicht. Nee, 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 nee. Verlässt das Gebiet, wollte gerade sagen. Zwei müssen wir noch killen. Weg mit dir. So. Ich befreie mich später. Noch nicht zu früh. Und wir gehen hier rauf. Ist das
Bastard, ey, da müssen wir echt Schiss haben. Egal, wo du bist, die kommen da rauf. So, jetzt haben wir die. Kleine Viecher. Jawohl, ist sie alle auf, mein Freund. Schön hoch heilen. Zack, einfach umgerannt, die Sau. Nice. Eliminiere die Urukiger. Der Falkläufer ist ein noch größerer Feigling als eine Maus. Ja, warte kurz nur. Oh, das wollte ich gar nicht. Wie weit kann man eigentlich dashen? Das ist sehr weit. Na? Das war's mit dir. Super. Den killen wir nochmal kurz. Weg mit dir. Gar nichts. Du hast nichts gesehen. Zack. Gut, ab nach oben zu Thorwin. Nice. Der gefällt mir, der Karagat. Definitiv viel, viel besser. Sehr gut, Jungchen. Ihre Pläne sind vorerst vereitelt. Doch es gibt noch viel zu tun, um sicherzustellen, dass die Uruks die Karagat niemals zähmen. Ja, die Zähne sind noch länger. Der die Säbelzahn. Ei, dieser unnatürliche Teufel hat den Tod verdient. Oh, zieh ja. Mit den Karagat gegen sein Lager aus, um ihn hervorzulocken. Je mehr Uruks durch ihren lautlosen Angriff sterben, desto besser. Ganz genau. Da verbreitet sich Furcht. Da haben die Angst vor den Viechern. Oh, ich habe Erfolg bekommen. Geil. Tomhorn. Leute, die haben sogar extra bei solchen neue gemacht. Boah, wie im nächsten Teil. Cool. Bestienzielen. Will jetzt, dass da er die Karagats unterworfen hat, auch die Vargs beherrschen. Vargs sind also noch stärker? Warte, jetzt gibt's Karagor, Karagats und Vargs. Eieiei. Ist Varg eine Mischung aus allem, weil mir kommt so vor, dass Karagor gefühlt, weil er ein bisschen breiter aussieht, wegen halt seinem, oder Schattenkaragor, dass er mehr für den Kampf ist und der Karagat ist mehr der Silent Killer oder mobiler, aber dafür nicht so tanky. Naja, gut. Was hat er denn? Furchtlos, Sprungblockade, Kampfgestählt, tötet natürlich, weil die, genau, das war auch im nächsten Teil so, je nachdem von welchem Stamm, sind die natürlich automatisch immun dagegen. Bestienzähmer oder Bestienschlechter war natürlich ganz klar instant. Aber wir können ihn durch Schleichen töten sogar mit einem Monster. Also perfekt. Der kann gewonshottet werden. Du wirst nicht davon kommen. Oh, der hat drei Stück. Also sollten wir einen beherrschen. Verrat, ranschleichen, weg mit ihm. Level 18. Boah. Okay. Ich lasse nicht zu, dass diese Uruks Karagat beherrschen. Sie sind zu gefährlich. Das wollte ich auch gerade sagen. Also, jetzt geht's los hier. Jetzt sind wir Freeplay. Spiele weitere Raubaufträge, ein Festmahl aus Fleisch. Was haben wir hier? Pferdenlesen. Unberechte Aggression. Der Ruf des Karagats. Ja, wir haben hier einiges. Okay, hier hinten haben wir was frei bekommen. Schmiede alle Legenden des Jägers, um die Macht des Flammenrosses frei zu... Was? Flammenrosses? Kriegen wir ein Pferd? Das wäre immer voll cool. Ich habe mich sowieso gefragt, wo die Pferde bleiben. Also okay, wir sind Mordo, ne? Hier sind die Pferde, die Karagors. Gefühlt, oder Pferd? Wölfe? Auf jeden Fall das Reittier. Okay, ja, dann sammeln wir natürlich die ganzen Einträge ein von Thorwins Tagebücher, weil die sind voll interessant. Viel cooler als... Also nicht cooler, ja, aber doch, viel cooler als die davor, weil das ist auch so mit Zeichnungen so wie, als wenn Bilbo sein Buch geführt hat. Das ist voll nice. Das gefällt mir schon mal. Aber die Artefakte von davor waren auch nicht schlecht. Mit dieser ganzen Erzählung und so. Sonst wäre es eigentlich nur halt zum Sammeln gut. Wegen Informationen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit diesem Buch hier an. Und arbeiten uns ein bisschen vor. Und dann machen wir zwischendurch und durch noch Missionen. So, Kumpel, runter da. Warte, haben wir hier Herausforderungen? Bitte nicht, bitte nicht. Aber man sieht nichts. Warte, ich muss eine Pflanze mal nehmen. Ja, gehen wir mal rein. Hier sind welche, oder? Hier ist noch schön so ein blaues Ding. Warte mal, ich nehme mal kurz. Gesundheit. Okay, keine. Oh, Gott sei Dank. Bei Pflanzenjagen hätte ich nicht nochmal Bock, ey. Da
Das sind richtige Sklaven. So, da wären wir. Ich finde gut, dass er auch stehen bleibt und nicht mehr wegläuft wie früher. Plus, hier redet auch der Telebombo weniger. Das ist auch ein Unterschied. Nur die scharfe Klinge durchdringt den Berg, lautet das Sprichwort. Doch nach Tagen des Kampfes gegen Uruk und Karagor werden sich diese Klingen kaum von selbst schärfen. Unsere Waffen sind wie Teile unserer selbst und verlangen Respekt. Eine gut gepflegte Klinge, mit einem echten zwergischen Wetzstein geschärft, kann den Unterschied zwischen Jäger und Beute ausmachen. Das stimmt. Mein Bruder Gorwin kämpfte einst mit einem Karagor. Jetzt kennen wir seinen Namen davon. Seine Axt landete mit einem dumpfen Schlag, anstatt lautlos in das Fleisch zu gleiten. Er ging lebend aus diesem Kampf hervor. Doch seitdem schärft er seine Klinge jede Nacht. Oh ja. Das ist wie... was ein gutes Beispiel. Das ist wie jetzt, wenn du... Eigentlich solltest du deinen zum Beispiel beim PC sauber machen, ne? Eigentlich am besten wöchentlich, aber Minimum einmal im Monat so richtig. So von wegen Aussaugen oder Auspusten. Mit einer scharfen Klinge abzutrennen. Und wenn du es nicht machst, denkst du so, ach egal, ne? Und wenn du irgendwann merkst, auf einmal dein PC geht dadurch kaputt oder sogar dampft oder was auch immer, weil sich der Staub festsetzt irgendwo, dann machst du ihn auf jeden Fall sauber. Das ist dasselbe wie hier. Wenn du einmal merkst, oh, ich bin am Arsch, dann machst du auf jeden Fall immer wieder sowas. Weil dann weißt du, was kommt. Und das willst du ja nicht nochmal haben. Deswegen. So, haben wir hier irgendwelche Spezialisten? Nee. Aber ich kann die freilassen, aber dann killt der, glaube ich, auch die Sklaven. Das will ich ja nicht. Zum nächsten Büchlein. Büchlein Nummer 3 sogar. Wir haben schnell einen davor genommen. Wie gut man durchkommt, ey. Hammergeil. Schade, dass man keinen Platz hat für den sozusagen abspeichern. Immer so rufen, ey, pst, komm mal her. Achso, ja. Und dann zack, ist er da. Das wäre nice. Da hast du immer einen auf Reserve. Mhm, alles klar. Ja, so wird's easy gehen. Das schaffen wir sogar in einer Folge, Junge. Holy shit, da das einzusammeln. Man sollte meinen, der Schicksal des einsamen Gipfels inmitten des Flachlandes würde das Herz jedes Zwergen mit Freude erfüllen. Doch leider ist dem hier nicht so. Oroduin, der Berg des lodernden Feuers. Dieser Vulkan türmt einsam über der Ebene von Gorgoroth und ganz Mordor scheint seinem Schatten unterworfen. Es heißt, Sauron habe dieses Land aufgrund dieses Berges für sich auserwählt. Ich hoffe, es wird ihm gerecht. Selbst in seinem Schlummer plagt dieser Berg jeden unglücklichen Reisenden mit seiner beißenden Luft, der die Lungen mit Asche und die Herzen mit Schrecken zu erfüllen vermag. Geil, der Schicksalsberg, Junge. Nice. Direkt an die Szene mit natürlich dem Filmdenken da. Der Schicksalsberg. Wie lange noch, bis er erneut ausbricht und Mordor in Dunkelheit hüllt? So. Ich habe das Gefühl, dass so auch ein bisschen DLCs extra gemacht. Ein DLC gehört Talion, sozusagen das hier. Und das nächste, weil es ja nur um Celebrimbor geht. Deswegen spricht fast nur er hier und Celebrimbor ist sozusagen ruhig. Auch eine coole Idee. Da ist ein Grüner. Hm, den bräuchte ich. Nichts und niemand in ganz Scheiße. Naja, egal. Später sammeln wir die Info. Jetzt holen wir uns das nächste Büchlein. Und auf dem Weg eigentlich liegt auch die erste Mission. Aufstieg der Matronen? Und führt nur ein Krieg gegen die Ghule. Alles klar, dann kämpfen wir als allererstes gegen Ghule. Bin bereit. Gehen wir in die Richtung und sammeln alles ein, was wir sehen. So, ist hier einer. Auch nicht. Willst du mich verarschen? Kein einziger Hauptmann. Normaler, nicht mal Häuptling. Hauptmann. Na gut. So. Absteigen. Und aufsammeln. Der Hauptmann sagt ja gern. Wer nach einer würdigen Beute und einer ansehnlichen Trophäe sucht, der findet sie in den wilden Rudeln der Karagor, die Mordor durchstreifen. Sie sind ebenso schnell wie stark, also ist Achtung geboten. Ihre Klauen sind schärfer als Stahl und mit ihren mächtigen Kiefern habe ich sie steinharte Orkschädel wie rohe Eier zerquetschen sehen.
Selbst Vax und Löwen. Vax ist also doch schlechter. Ein Blick auf diese Bestien reicht, um zu verstehen, warum die Spitzohren sie Schreckensbringer getauft haben. Okay, also warte mal, ist also Karagor stärker als Vark? Also was ist an dem Vark so besonders? Ich weiß gar nicht. Ah, ich weiß, was Vark jetzt sind. Mein Gott, es hat Klick gemacht. Hier, warte mal. Torvins Tagebücher, ja. 10 Stück. Karagor, da. Länge der Ragrauk. Vark. Wo sind Vark? W. Kann ich verarschen? Kein Vark? Waren das nicht diese... Boah, hier sind sogar noch mehr. Cool. Diese Fliegedinger, so wie kleine Mini-Drachen. Naja, egal. Werden wir noch herausfinden. Dann nehme ich das zuerst mit. Ne, wir müssen eh nach oben. Ja, wir müssen eh nach oben. Gehen wir direkt nach unten. Nehmen wir vielleicht den hier mit. Gucken wir, ob wir den erreichen können. Nun Karagat. Auf wie viele Arten vermag es Mordor, einen Menschen zu töten? So viel das geht, ne? Je mehr, desto besser. Ja, nee, den kriegen wir nicht. Der ist zu sehr versteckt. Dann gehen wir weiter. Das ist geil. Mit so einem Ding braucht man auch nicht Teleport, weil man ist so fucking schnell. Das ist so normal. So, bitteschön. Freiheit für dich, Kumpel. Spaß. Ja. Aber ich bin schon längst weg. Das bringt nichts. Boah, Junge, die sind so schnell und natürlich jetzt ist keine Mausbeschleunigung da, komischerweise. Weg mit euch. So, Jungs, ihr seid frei. Weg mit euch. Oh, nee, jetzt verlieren wir unseren Karagor. Brauche ich. Ey, Karagat, sorry. So. Dann gehen wir mal rein. Was für ein gutes Problem haben wir denn hier? Diese verfluchten Häuptlinge. Sie haben so viel Tod und Zerstörung zu verantworten. Aasfresser überall. Horden und Horden von stinkenden Ghulen. Stinkende Ghule? Ich dachte, alle Kreaturen Mordors wären auf ihre eigene Art majestätisch. Majestätisch? Ghule? Ja. Jetzt hör aber auf, Jungchen. Sie sind widerwärtig. Diese stinkenden kleinen Wichte mit ihren glänzenden Äuglein, die sich im Boden vergraben. Nagend und beißend und kratzend und... Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gedacht, du wärst auf einer Augenhöhe mit diesen kleinen Kreaturen. Vergleichst du mich mit einem Ghoul? Wie schön, dass dich diese Plage aus Knöchelbeißern zum Lachen bringt. Ihre Zahl wächst stetig an und bald überrennen sie ganz Nurn. Das ist ein guter Punkt. Wie sollen wir diese Plage eindämmen? Es gibt nur einen Ausweg. Wir müssen ihre garstigen Königinnen aus ihren Nestern zerren und niederstrecken. Ein Nest ohne Matrone ist wie eine Mahlzeit ohne Bier. Zwecklos. In Deutschland, Amen. Oh Mann. Du kannst jetzt auf Ghoul-Köder schießen, um eine Ghoul-Schar anzulocken. Funktioniert sogar bei Tageslicht. Ui. Manchmal wird auch eine Ghoul-Matrone hervorgelockt. Hätte ich vorher gebraucht, wo ich eine gesucht habe. 10 Jahre, bis ich sie in der Höhle gefunden habe. Also einfach draufschießen? Ja. Fuck. Gut, die am helllichten Tage an der Oberfläche umherkriechen. Fürchterlich! Boom! Da war keine Matrone. Ey, diesmal nicht. Wollte ich sagen. Ich mache nur weiter in ihren Hügeln herum. Die Matronen werden sich schon zeigen, das sag ich. Was sind das für Splitter, ey? Ja, gut, gehen wir weiter. Da hinten. Noch keine. Da hinten ist sie. Erlege einen Ghoul-Matron mit einem Schlag auf Tötung. Ja, das ist auch der Trick gegen ihn. Sonst musst du 10 Jahre draufhauen. Lol, sogar eine Animation? Ja, ich kann die Maus bewegen. Arm. Ist das geil, dass wir mit den ganzen Fähigkeiten jetzt auch hier sind. Aua. Stück Scheiße. Jawohl.
Ah, da oben müssen sie noch sterben. Na komm, komm, komm. Töte den Ork oder stirb selber. Okay. Hä? Lol. So, jetzt zurück oder was? Ja. Ah nee, wir haben noch mehr. Ups, mein Fehler. Der Quartiermeister hat die Menschen. Oh, jetzt haben wir zum ersten Mal den Skill benutzt. Cool. Kostet halt aber Arrows, ne? Eigentlich bräuchten wir einen Skill, der Arrows nach jeder Tötung wieder zurückgeht, damit wir das unendlich machen können. Wie, als wenn man damals Killebombo gewesen wäre. Eigentlich müsste man gefühlt das unendlich machen, ob mit Mod oder Cheat. Weil dann ist es so, wie gefühlt real wäre, wie stark Killebombo wäre. So wie die Star Wars Lore als Beispiel. Unendlich Dashen, unendlich Pfeile und so weiter. Dann wäre es aber gefühlt schon Cinematic. Na, kommt da noch mehr? Dieser Bastard, ey. Zack. Sehr schön. Hier leider nichts. Da müssen wir woanders hin. Wir brauchen Pfeile, ey. Wir brauchen irgendwie noch Pfeile. Also müssen wir auf die Brücke rauf. Ey, da war ein Tagebuch. Den wollte ich eigentlich vorher mitnehmen, ich Dulli. Gehen wir jetzt holen. Ich nehme nur kurz die Pfeile mit. Und dann easy. Diese Flohplagen sind nur für Arena-Kämpfe. 4 Stück. Auch nicht schlecht. So, hier ist noch ein Pfeil. Sollte nochmal 4 sein. Wunderschön. Und jetzt. Schade, dass man aus der hier nie weiter durchmachen kann. Also von wegen auch so Sprung zum nächsten, nur als Schleichen-Version. Ein bisschen schade, eigentlich. Das ist eigentlich ein bisschen wasted Potenzial. Diese schwerfälligen, jedoch schier unaufhaltsam großen Bestien. Alter, wie groß. Entfernt mit dem 6-zähnigen Mumakil verwandt zu sein. Ah. Selbst ein großer Jäger wie ich hat nie eine dieser Bestien erlegt. Dennoch ist es nicht schwer, sie aufzuspüren. Mit ihren donnernden Schritten lassen sie die Erde beben. Wundert mich nicht. Befindet man sich in ihrer Nähe, sollte man sorgsam auf seine Schritte achten, sofern man nicht unter ihren Füßen enden will. Geraten sie in Aufruhr, so zerstampfen sie Ork, Troll und Mensch gleichermaßen. Heftig. Junge, wie riesig die sind, ey. So, können wir hier raus? Ich bin erstaunt, dass Torve noch nicht versucht hat, mich für die Mammutjagd zu gewinnen. Ne, ich gebe nur einen Weg raus. Na gut. Tja, jetzt haben wir eine Chance von 2 zu 3, die richtigen zu erwischen. Ich habe das Gefühl, wir kriegen wahrscheinlich nochmal so eine Niete gezogen. Oh, da hinten reitet einer. Ah, das ist Torvin, oder? Das ist Torvin, oder? Ja, ja. Wo hast du schon wieder so ein Cargo her? Ey, ich will auch mal einen. Torvin. Mensch. Teil doch mit. Ich will auch einen. Wie er mir folgt, ey. Das ist so richtig so, wenn der eine mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann musst du Fuß gehen. Also, ne? Macht Spaß. Und du so, du Arsch. Aber der chillt irgendwo anders. Okay, ja gut. Dann mache ich das so lange weiter. Hab unseren Anführer schon ewig nicht gesehen. Wo versteckt er sich? Hat sich irgendwo gemeinsam mit den ganzen anderen Maden verkauft. Oh, und weg mit dir. Ulmatrone. Bam. In der Mission sehen sie gefühlt wie so ein Hauptmann, ey. Bam. Hoch, hoch. Boom. Immer wieder dieses Spucken, ey. Geh mir nicht auf die Eier. Was? Ja. Gut, 50-50. Mal gucken, was wir ziehen. Oh, das ist mit Absicht, dass man alle machen muss. Es gibt nichts Lustigeres, als zuzusehen, wie die Schützen die Menschen mit ihren Bolzen zum Tanzen bringen. Ein Spaß! Ein Spaß, Alter. What the fuck? Gut, wo ist das Ding? Da hinten. So. 50-50?
Unter mir? Jawohl, da ist eine. Glück gehabt. Boom. Ja, ich konnte nicht weitermachen wegen Animation. Ich triefe geradezu vor Ghoulschleim. Jetzt weiß ich, warum Torben sich ferngehalten hat. Weg mit euch. Lasst die Leute in Ruhe. Da noch mehr. Ja, machen wir die kurz noch weg. Komm hoch. Danke dir. Gut, dann brauchen wir den hier. Weg mit damit. Hopp. Oh, wir haben bald auch unsere Fähigkeiten voll, oder? Die haben wir voll. Die haben wir voll. Aber schleichen nur zur Hälfte. Da haben wir nämlich drei Takeovers. Beziehungsweise Ultis. So, weiter geht's. Dann haben wir, glaube ich, die Mission auch geschafft, wa? Da wäre ich. Gute Nachrichten, Talion. Noch hast du mich nicht übertroffen, was die an einem einzigen Tag getöteten Ghule angeht. Und ausnahmsweise bin ich es, der zu kurz gekommen ist. Den Spruch lasse ich dir, Waldläufer. Doch den nächsten Häuptling zu töten, sollte eine große Herausforderung sein. Info. Siehst du? Er reitet auf einem Grauk. Du musst seine Garnison mit Ghulen heimsuchen, um unsere Feinde gegeneinander zu richten. Danke für die Info. Kuga Kuga, Graukreiter. Ach, deswegen hat sein Grauk wahrscheinlich auch das hier jetzt nachgemacht. Beklagt sich, wie schwer es doch sei, einen ruhigen Ort für sich und Stampfvieh zu finden, Alter. Sein Grauk heißt Stampfvieh. Gerät in Wut beim Anblick von Ghoulen. Ja, das ist nicht gut, dass er das dann ist. Fuck. Das heißt, ich muss im wütenden Zustand gegen ihn kämpfen. Scheiße. Kann nur verwundet werden durch Nahkampf. Scheiße. Okay, gut. Der ist aber ein bisschen schwächer als der vom Level her. Der hat auch zwei. Oh, okay. Wenn diese Ghule sich jemals gezielt zusammenrotten würden, wäre ganz Norn in Kürze überrannt. Ja, deswegen gut, dass die auch hinlos sind, ne? Gut, da habe ich das jetzt verstanden. Gut, dann fehlen nur noch die anderen. Genau. Wie viele Tagebücher fehlen noch? 1, 2, 3, 4. Haben wir schon 6 Stück oder was? Oder kommen noch mehr? Können ja nirgendwo anders hin. Hm. Wir haben schon einige eingesammelt. Ich glaube schon, dass es die letzten sind. Ja, gut. So. Die anderen Missionen, die schalten ja auch noch die ganzen Typis frei. Also vermute ich. Nächster Hauptmann. Nächster. Ne, Häuptling, nicht Hauptmann. Und das wahrscheinlich auch. Der Hof des Karagas. Nee, das ist, glaube ich, der eine immer noch, oder nicht? Warte. Ja, das ist der andere. Einen müssen wir wahrscheinlich so freischalten, oder er kommt am Ende erst, weil er der, sozusagen der größte Anführer ist von den Bestientypis. Okay. Ja, dann bin ich so zufrieden. Dann porte ich mich mal kurz hier hin. Gut. Einmal regenerieren. Genau, hier kriegen wir auch Arrows wieder. Das ist also ein guter Ort, hier hinzukommen. Gut, Leute. Dann, das war erstmal der erste Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.